sei gegrüßt. Hast du Nachrichten? Schlechte. Dein Sohn ist tot. Er wurde von einem Bies getötet. Ich konnte ihn nur noch rächen. Ich hab's ihm gesagt. Sohn, Farö hat noch nie was Gutes gebracht. Bleib zu Hause. Deine Zeit für Abenteuer und Ruhm wird noch kommen. Deine Belohnung. Das Gold hat mir kein Glück gebracht. Möge es dir besser dienen. Ja. War es schwierig, dieses Gesocks zu töten? Ja. Um ehrlich zu sein, ja. Es gießt. Es regnet Ragnarok auf uns. Ah. Den Untergang der Welt. So, wie sieht's denn eigentlich jetzt hier aus? Was haben wir denn noch offen? Ja, das wissen wir ja, die Aufträge haben wir. So, haben wir noch Hexeraufträge? Wir hätten noch der vermisste Bruder. Hätten wir noch in Wählen. Oder schieben... Wir haben ja gesagt, nee, wir haben doch gesagt, wir machen mal zwei Aufträge und dann gehen wir wieder in die Hauptquest rein, ne? Und dann machen wir einer, nämlich, wir gehen jetzt mal ganz schnell... Wir gehen jetzt mal ganz, 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 ganz schnell zum Brunnen. Weil Triss wird... Oh, Triss wird sowas von sauer sein. Ne? Das glaubt ihr gar nicht. Die wird so sauer sein. Es könnte nicht saurer werden. Wir versuchen mal überzusetzen aufs Festland. Triss steht jetzt schon seit 2 Tagen im Regen hier. Am Brunnen. Eieiei. Ach Gott, wird die uns böse sein. Oh, so ein Pech. Ach, ich wäre böse auf alle Fälle. Also ich wäre mir böse. Könnt ihr wissen. So. Tut mir leid. Wir müssen jetzt mit Engelszungen auf sie einreden. Bist du sicher, dass dir niemand gefolgt ist? Ja. Fangen wir an. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Was ist das? Nichts. Nur ein erstes Bild. Was? Unterbrich mich nicht. Ich muss mich konzentrieren. Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ich kenne es. Dijkstra, er hat sie. Das ist sein Badehaus. Hätte ich mir fast denken können. Das war die jüngste Vergangenheit. Bei Dijkstra kann ja alles Mögliche passieren. Gehen wir. Nicht so schnell. Das erste Bild. Was war das? Nichts. Wirklich. Red keinen Unsinn. Ich weiß, wie Hydromantie funktioniert. Das Bild ist erschienen, weil du daran gedacht hast. Es ist nur... König Tangred hat mich gebeten, seine Hofberaterin zu werden. In Kovir. Im Leuchtturm hast du Kovir erwähnt. Jetzt verstehe ich, warum. Die Vision war ein Haus, kein Königshof. Das ist das Haus, das uns in Pontvanis erwartet. Wenn wir hier alles erledigt haben, die wilde Jagd besiegt ist und sich Ciri in Sicherheit befindet, würde ich dort gerne mit dir zusammen wohnen. Normalerweise, wenn man es jetzt ganz, ganz, ganz rollenspieltechnisch sieht, ist er eigentlich für Triss nicht geschaffen. Ne? Im Grunde ist er, also wenn man ihn sieht, der müsste darüber nachdenken. Wir spielen den jetzt aber anders. Ne? Normalerweise ist er Yen verfallen. Triss hat eigentlich nie eine Chance, wenn man es richtig bedenkt.
Sieht aus, als hättest du schon alles geplant. Gefällt es dir nicht? Doch, sehr sogar. Später erzähle ich dir mehr. Jetzt müssen wir erst Philippa finden. Gut. Na los. Ja, das Badehaus, da bin ich schon ein paar Mal vorbeigesappt, ne? Das... Dort an klaren Tagen kann man die Banner Nilfgaards von den Stadtmauern aus sehen. Dort bin ich echt immer ein bisschen... Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Hoffentlich hat Dijkstra ihr noch nichts getan. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch Dijkstra, dem was getan wurde. Unwahrscheinlich. Dijkstra hat ihr nie verziehen, dass sie ihm Meuchelmörder auf den Hals gehetzt hat. Und Philippa ist zweifellos geschwächt. Geschwächt mag sie sein, aber sie ist trotzdem eine mächtige Zauberin. Wenn Dijkstras Männer ihr das Demeritium abnehmen, tötet Philippa sie, bevor sie Ach du Scheiße sagen können. Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen könntest. Ja, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Und gut, dass du vorne wegrennst. Sie lassen Streuner aus Velen rein? Warum hält die Tempelwache die Tore überhaupt besetzt? Tja, die massakrieren auch Anderlinge. Einfach so. Ohne Sinn und Verstand. Elfenblut, was? Degeneration. Der Niedergang der Zivilisation. Moralischer Verfall. Aufpassen! Sie scheinen Philippa unterschätzt zu haben. Du hattest recht. Sie muss wieder eine menschliche Form angenommen haben. Schnell! Ja, dann schnell. Ich spüre starke Magie. Ergib dich! Das hier ist ein Labyrinth, Hexe. Du wirst niemals rausfinden. Verdammte Schwachköpfe! Ihr nach! Wir kümmern uns um sie. Oh nein, nein, nein. Die Zauberin bleibt hier. Wir gehen zusammen. Auf keinen Fall. Schon gut, Geralt. Ich bleibe, falls sie auf diesem Weg fliehen möchte. Bin gleich wieder zurück. Jo. Philippa ist mächtig. Ja, dann... Verdammt, sie hat sie verzaubert. Er muss sterben. Wer ist denn hier? Ein Hexer. Philippa, warte! Gut, ich bin jetzt dein Meister. Du beschützt mich. Verstanden? Bleib hier stehen und lass niemanden vorbei. Au! Kommen wir eigentlich hier vorbei? Ohne, dass wir jetzt jeden hier umbringen müssen? Natürlich nicht. Wartet mal, wie wär's denn mal mit Art? Wir können doch reden, oder? Komm, mit euch habe ich mich bis jetzt immer gut verstanden. Hexer nicht vorbei. Schöner Vogel sagen nein. Verdammt, sie hat ihn auch verzaubert. Sie ist verletzt. Hast du das nicht gesehen? Ich will ihr helfen. Vogel sagen niemand vorbei. Bad niemand vorbeilassen.
Hast du schon mal Bauchschmerzen gehabt? Schmerzen? Ja, bat einmal alter Ertrunkener essen. Ihr Bauch tut ihr so weh, als hätte sie 100 alte Ertrunkene gegessen. Bat nicht wollen. Ertrunkener schlimm Schmerzen. Lass mich durch. Ich kann ihr helfen. Bat dich lassen. Hexer helfen. Ich liebe es. Ich will dir helfen. Und sterbe vielleicht? Das kannst du vergessen. Ja, beim Sterben. Wenn's sein muss. Aber nur wenn's sein muss. Ich werde dir nichts tun. Schwachsinn. Du wirst mich nicht fangen. Ich will dir helfen. Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Ach du grüne Neune, was bist denn du? Das kann Wasser. Was ist das? Mal schauen, ob das Glossar irgendwas da drüben sagt. Ein Relikt. Ein Relikt. Ein... Ja, was? Ein Prolaffe. Bies? Nee, sagt uns nichts drüber, ne? Es könnte aber auch so ein Konstrukt sein. Ein Feuerkonstrukt vielleicht. Wir nehmen mal nur, weil wir zufällig den Trank haben. Nehmen wir mal Konstruktöl. Einfach. Ja. Ist ja nichts dabei, ne? Wo ist denn das? Natürlich das letzte. Ist klar, ne? Das ist sowas von klar. Ich hab keine Ahnung, was wir für Bomben nehmen. Vielleicht. Feuer ist Quatsch. Schrapnelle ist gar nicht so schlecht. Magische Fähigkeiten hat er wahrscheinlich nicht. Transformation. Schwierig zu sagen. Ja, verbrennen ist Quatsch, ne? Sag mal, wir könnten eigentlich noch einen Donner nehmen. Weil ich es gerade bedenke. Donner ist doch auch immer gut. Wo ist er denn? Ja. Boah! Das war ein bisschen gegen Feuer. Boah! Boah! Was wäre denn das, wenn es fertig ist? Oh. Das kann doch nichts Gutes werden, oder? Könntest du aufhören? Was ist denn jetzt los, yo? Hilfe! Was sind das eigentlich hier? Oh, das sind Blitze oder so, ne? Wartet mal. Wir haben gar nichts mehr.
Wir haben gar nichts mehr. Wir haben nichts mehr an. Das wird uns so was von umbringen. Wir werden so tot sein. So tot werden wir sein. Einmal dürfen wir, ne? Einmal dürfen wir sterben. Also, ist das irgendwie was? Ist es irgendwie... Einmal dürfen wir sterben, aber nicht mehr. Au! Aber nicht mehr. Stimmt. Sag mal, habe ich die falsche Klinge? Ich habe die falsche Klinge gehabt. Das war's. Ich hatte die falsche Klinge an. Ich Idiot. Ich hatte die falsche Klinge. Das kam zu gut aus. Ist ja kaum zu glauben. Ich hatte wirklich die falsche Klinge. Ich hatte die falsche Klinge. Ich glaub's nicht. Hä? Sag mal, sind wir... Ich Was bin nicht dein Feind. Warum ist es plötzlich so still? Hä? Huch. Warte mal, wenn wir schon mal hier sind. Au. Dann müsst ihr jetzt mal aufsehen. Sag mal, warum? Was ist denn das für ein... Ist es ein Bug? Oder... Oder warum? Frag ich mich. Hör auf, dich zu winden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor. Triss wartet draußen, sie erklärt dir alles. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Dijkstra, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Ich weiß, ihr wart zusammen, aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für einen Ehekrach. Aber er ist perfekt, um eine offene Rechnung zu begleichen. Philippa wird mit mir kommen. Und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was?
Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cyrilla! Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Vorausgesetzt natürlich, du irrst dich nicht. Der Kaiser hat es mir selbst gesagt. Die Information ist aus erster Hand. M hier ist ein verlogenes Schwein. Wenn es um die Zukunft seiner Tochter geht, das bezweifle ich. Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Das könnte den Krieg beenden. Radovid dürfte entzückt sein. Wenn M hier zum Rückzug bläst, wird niemand mehr da sein, der diesen Irren aufhalten könnte. Vor allem angesichts unseres verdammten misslungenen Plans. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du das schaffst. Radovid ist verrückt, aber kein Trottel. Er weiß nur zu gut, dass es Dutzende gibt, die... Sei still. Verstehe ich dich recht? Du willst Radovid töten? Wirklich, Sigi? Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast. Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit zwei Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterben musst. Vielleicht solltest du sie mal anhören. Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so sehr wie du. Ich bin froh, dass endlich jemand außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesem Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Mich schert es nicht. Derzeit gibt es nur zwei Personen, die Radovid von seinem Boot holen können. M hier und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, M hier dafür zu gewinnen. Wohl kaum. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er da nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst eigenhändig? Kommt nicht in Frage. Geralt, bring sie hier weg, bevor mir der Sack platzt. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst unbedingt kommen. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt ihr klar? Ja, danke für deine Hilfe. Warum? Um Gottes Willen hat es sich jetzt zweimal wieder erhöht. Haben wir da irgendwas hier drin, was das bewirkt? Nicht wirklich, oder? Bewirkt Schaden, verringert Schaden, teilt Schaden. Halt, Moment. Wenn die Vitalität auf Null sinkt, ach, hier haben wir den Unsterblichkeitsbonus. Ah, tatsächlich. Oh, das ist ja cool. Das müssen wir erhöhen. Wo ist das? Das müssen wir erhöhen. Wo eigentlich? Hier. Ja, das ist ja cool. Zack. Sehr schön. Ah, dann, ne? Ich habe schon gedacht, das ist ein Bug oder so. Ich mag immer solche Cheat-Bugs nicht. Ach, schön. Aber so ist natürlich schön. Na, warte, dann müssen wir noch mal kurz meditieren. Oh.
Und dann sage ich Tschüss für heute. Und ganz offensichtlich werden wir das nächste Mal ja noch die beiden Queste, zumindest, nee, wir machen mal eine Queste davon, nämlich die da hier, der vermisste Bruder. Und der scheint dann, wenn es über uns ist, dann scheint es auch eine echte Herausforderung zu werden, ne? Und ich sag derweil, wie immer, so ist am besten, ne? Ja, cool. So sieht er natürlich aus, wie so ein richtiger Hexer, ne? Obwohl ein bisschen ist seine Rüstung, ne? Die ist zu... Na dann, zu schwer. Ciao, ciao.